So Leute, heute mal wirklich ein ganz, ganz anderes Video. Ich hatte es ja auf Facebook schon angekündigt. Jetzt auch gerade die Leute, wo immer meine Haltungsberichte oder sowas sehen, in die Richtung geht es heute gar nicht. Es geht wirklich in die persönliche Richtung. Also für die, was immer die Haltungsberichte gucken, ist dieses Video dann nichts. Aber alle anderen, die mich persönlich kennen, die in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis sind, meine Kollegen sind, für die ist dieses Video. Genau. Und warum mache ich dieses Video? Einmal aus folgendem Grund: Viele fragen mich immer, Dominik, wie geht's dir? Oder dieses Jahr, also das sagen manche Leute, wo mich nicht so gut kennen, ah, dieses Jahr läuft doch alles super. Oder auch jetzt bei Beiträgen, wo dann zum Beispiel meine Mama gemacht hat, wegen den folgenden Sachen, wo ich jetzt halt gleich erzählen werde, dann dazu sagen, dass zum Beispiel das mit Corona natürlich nicht so schlimm ist. Das Impfen ist viel schlimmer und so, aber darauf komme ich nachher nochmal kurz, wo ich dann auch sehr enttäuscht bin von manchen Leuten, wo sowas unter Kommentare schreiben oder persönlich mit uns da diskutieren wollen. Und natürlich will ich auch am Ende dieses Videos, wenn dann man weiß, was alles dieses Jahr wirklich Furchtbares passiert ist, dank den Leuten, die mich da jetzt unterstützt haben, sagen, genau. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach am Anfang vom Jahr an, oder eher gesagt am Ende, würde ich sagen, von 2020, dass ihr einfach so wisst, wie ich so sagen gedacht habe, wie das Jahr so sagen wird. Also dieses Jahr stand so sagen an mein Abschluss als Tierpfleger. Genauso wäre dann die Fahrschule sehr, sehr wichtig gewesen. Und bei meinen Tieren wären natürlich einige Projekte gewesen. Genau, was ich aber jetzt sagen kann, da so sagen Ende 2020, hatte ich sozusagen die ganzen Sachen alle eigentlich schon so gut wie, und da war dann sozusagen, würde ich sagen, alles perfekt. Also da kommt halt, denke ich, der Moment her, man muss das Leben genießen, wie es da ist, weil Anfang Januar, oder eher gesagt Ende Januar, genau am 28., hatte ich an dem Morgen sozusagen gesagt bekommen, Vorstellungsgespräch, mega geil, habe mich darauf vorbereitet. Und am Abend wurde dann gesagt, dass mein Papa Corona hat, dass da ein Geschäft ausgebrochen ist. Ein, zwei Tage später wusste man auch, dass meine Mama und ich das hatten. Meine Schwester hat es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben dann einfach gedacht, stehen wir das einfach gemeinsam alle durch, bleiben 2 Wochen zu Hause, wie es so immer jeder denkt, und dann ist es wieder weg. Aber es kam alles ganz, ganz anders da, und da begann zu sagen, das Furchtbarste, was man sich hätte zu dem Zeitpunkt gar nicht denken können. Nämlich nach gut einer Woche so, oder ein bisschen länger, kann ich den genauen Zeitpunkt gar nicht mehr sagen, wurde sozusagen bei meinem Dad das immer noch schlimmer. Bei uns anderen war es auch jetzt nicht wie eine normale Grippe, aber nicht, dass wir ins Krankenhaus mussten. Mein Dad wurde dann ins Krankenhaus verlegt. Dort war er dann ein, zwei Tage auf Normalstation, dann auf die Intensivstation verlegt worden. Und dann relativ schnell, nachdem er auf der Intensiv war, wurde er dann ins künstliche Koma verlegt. Das war dann so Anfang Februar. Dann war das ab dem Zeitpunkt schlimmer wie in jedem Film, in dem man sich vorstellen kann. Es ging, manche Tage hat es geheißen, wenn es zum Beispiel kein Notfahrzeug oder eine ECMO, das ist diese Maschine, wo das Sauerstoff dem Blut wieder zuführt, dass die Patienten, wo sehr stark Corona haben, noch eine Chance haben. Wenn er da keine Maschine bekommt, dann stirbt er in den nächsten Stunden. Oder genauso, wären die Lungen und alles nicht fit gewesen, hätte dann die Maschinen gar nicht dürfen. Und es war einfach jeder Tag dann sozusagen eine Hölle, da zu überlegen, findet er jetzt keine, dann kann man nichts machen. Man sitzt zu Hause und wartet nur, bis der Arzt wieder anruft. Ja, das ganze Ausführliche kann ich auch euch auf jeden Fall mal, da hat meine Mama mal einen Bericht einem Reporter gegeben, einfach, dass man mal das weiß, was wir da in der Zeit an Höllenqualen durchgemacht haben. Und ja, ich kann euch nur sagen, der gesamte Februar war furchtbar. Ich habe ja im Februar Geburtstag am 22.
Und wir haben die ganze Zeit einfach so gedacht, okay, jetzt kommt er an die ECMO und dann schafft er das. Mein Papa, der ist stark, der ist gesund, der hat keine Vorerkrankung, gar nichts. Dieses Coronavirus ist nicht so stark wie mein Papa. Mein Papa ist zehnmal stärker, aber jeder, wo jetzt von euch jedes Video kennt, schaut und mein Papa gekannt hat, der weiß, mein Papa, der hat einen Baumstamm einfach alleine getragen, der war bärenstark, der war ein Bär von Mann und konnte eigentlich nichts wegstecken. Genau, und dann an meinem Geburtstag durfte meine Mama und meine Schwester das erste Mal ins Krankenhaus. Und jetzt im Nachhinein weiß man, man darf eigentlich während dieser starken Corona-Zeit, wo es da im Februar war, nur ins Krankenhaus, wenn die Personen im Sterben liegen. Und ich habe davon halt nichts gewusst. Ich habe gedacht, die dürfen ihn jetzt nur besuchen. Einfach, dass sie ihm Kraft und alles geben können. Und dann ruft meine Mama mich so abends an meinem Geburtstag an und fragt, ob ich bereit wäre zu kommen, weil mein Papa, dass der Papa gerade im Sterben liegt. Und ich konnte das einfach in diesem Moment gar nicht glauben, dass sowas passieren kann. Das war einfach so, obwohl das ja so real war und die Ärzte es gesagt haben, konnte man sich das einfach nicht vorstellen, dass es auch wirklich passieren wird. Oder ist, aber dann habe ich gesagt, ich kann erst morgen kommen. Ich war da einfach noch mit der Situation überfordert und konnte einfach noch nicht in dem Moment reagieren. Abends ist dann meine Mama und so wiedergekommen. Und das soll jetzt natürlich das Zwischendrin jetzt, was jetzt kommt, ist natürlich jetzt kein Vergleich zu meinem Papa, aber in dieser Situation einfach, dass man versteht, was da noch dazu kommt. Also ich denke, jeder versteht, was ich jetzt damit sagen will. In der Nacht an meinem Geburtstag hat dann mein Hund plötzlich nachts um 2 keine Luft mehr bekommen. Mit dem musste man dann zum Nottierarzt und da wusste man dann auch nicht, ob er auch noch stirbt. Aber der hatte dann, war dann am nächsten Tag wieder fit und mein Papa war dann auch wieder ein bisschen stabiler geworden. Das war bei Corona immer ein Auf und ein Ab. Aber wir durften, dann bin ich auch die nächsten Tage immer ins Krankenhaus von morgens bis abends und habe ihm Kraft gegeben. Er hatte dann auch einmal, war das so, waren dort und dann hatten wir sozusagen seine Hände gehalten, gestreichelt und einfach da für ihn gewesen. Und das hat man auch gemerkt, dass er das mitbekommen hat, dass wir da waren. Er hat einmal immer wieder probiert, die Augen aufzumachen, was die sagen, das können die im tiefsten Koma auch dadurch machen, dass die mal da die Augen aufmachen und gucken. Oder er hat auch unsere Hände ganz arg gedrückt. Und einmal hat er sogar uns die Hände gedrückt, gleichzeitig probiert die Augen aufzumachen und hat selbstständig wieder angefangen zu atmen, weil er wurde ja beatmet. Aber Corona, wie ich ja vorhin gedacht habe, war dann doch am Ende stärker, weil es nämlich einfach sein Körper sozusagen sich am Ende selber zerstört hat, weil Corona tut alles in den Körper ummanipulieren, dass der eigene Körper sich bekämpft und gerade wenn man noch so stark ist, ist es dann ja das Fatale, dass sein eigenen Körper einen zerstört, dass man dann nachher ein multiples Organversagen bekommt, was bei meinem Papa dann auch passiert ist. Und am 1. März zu sagen, dann auch mein Papa an Corona dann zu sagen, verstorben ist. Und da war dann einfach alles, was man sozusagen davor hatte, dass ihr jetzt sozusagen auch wisst, wie sozusagen bei uns das Verhältnis so in der Familie war. Natürlich, jede Familie ist eng und Familie ist immer das Kostbarste, meine persönliche Meinung. Bei uns war das aber, so hatte ich das auch an meinem 18. Geburtstag gesagt, wir sind sozusagen auch mit unseren Freunden, aber auch ganz besonders die enge Familie, die ist sozusagen Wolfsrudel. Wenn zum Beispiel man ist füreinander da und weiß, wenn man irgendwo was ist, der andere eilt einem zu Hilfe. Und plötzlich ist einfach zu sagen, mit oder die wichtigste Person neben meiner Mama natürlich einfach plötzlich weg. Und dann denkt, das kann man am Anfang gar nicht begreifen. Ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber man ist da so perplex und glaubt einfach, das kann nicht sein. Der wacht bestimmt gleich wieder auf. Aber ich war ja sogar dabei. Und konnte es dann einfach nicht glauben, weil
er einfach kerngesund war und Corona ihn einfach sozusagen eiskalt überrollt hat, genau. Und dann, wo ich jetzt gerade auch vorhin schon leicht angesprochen hatte, deswegen ja auch dieses Video. Meine Mama hat natürlich jetzt auch in letzter Zeit viel gemacht, dass die Leute einfach Corona ernst nehmen. Jeder nennt natürlich seine persönliche Meinung, ob er sich impfen lässt oder was auch immer. Aber zum Beispiel, was ich sehr unverschämt finde, wenn zum Beispiel meine Mama schreibt, dass man die Chance hat, sich jetzt impfen zu lassen und man dann unter die Kommentare schreibt, dass Impfen das größere Risiko ist, der würde ich mal sagen, der hat wohl nicht verstanden, dass mein Papa an Corona gestorben ist und er war kerngesund und ein herzensguter Mensch und von dem her ist sowas einfach nur mehr als beleidigend und können sich die Leute schenken, die können es in der Parkuhr erzählen, wenn es die interessiert, aber selbst nicht die mal interessiert ist. Und genauso Leute, wo dann zum Beispiel sagen, Corona ist ein harmloser Schnupfen oder sowas, die können sich das selber erzählen oder sowas, oder wenn sie Schiss haben vor Corona oder weiß ich was, dann von mir aus jedem anderen Menschen erzählen, aber ich brauche das sicherlich nicht hören, weil ich weiß, was Corona anrichten kann und dass es kein harmloser Schnupfen ist und man den nicht unterschätzen darf. Genau. Aber dann natürlich, wie gesagt, das war jetzt auch, wie ja gerade vorhin bei meinem Hund, was jetzt alles danach kommt, das waren einfach noch so Sachen, wo einfach dann so sagen, wie soll ich sagen, immer noch ein Genickschlag oder nochmal, obwohl man sozusagen schon täglich eigentlich keine Kraft hatte, weil das einfach einen runterzieht, jetzt heutzutage noch. Deswegen ist man manchmal ein, oder bin ich auch manchmal durch den Wind. Oder vielleicht, wenn ihr mich trefft und irgendwie ich komisch drauf bin, dass ich da einfach dann vielleicht gerade irgendwie was hatte. Wie wenn zum Beispiel irgendjemand was da mit mir mit Corona diskutiert, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, dann kommt mir das natürlich alles wieder in den Kopf und ich überlege dann, gerade dass dann durch solche Idioten, wo dann sozusagen das nicht ernst genommen haben, mein Papa überhaupt dadurch in Gefahr gekommen ist und alles. Aber genau, jetzt wollte ich euch natürlich auch noch das Weitere erzählen. Dann war dann sozusagen, und wie gesagt, alles was jetzt kommt, ist natürlich in keiner Relation zu dem, was jetzt mit meinem Papa ist. Das ist wirklich, das ist für die nächsten Jahre bis zu meinem Tod, wird das das Schlimmste oder mit das Schlimmste sein. Natürlich habe ich auch noch weitere wichtige Personen, aber das wird bis zu meinem Lebensende mich jeden Tag oder immer mal wieder begleiten und nie sozusagen anders werden oder besser werden, weil er kommt einfach dadurch nicht mehr zurück. Ich habe ihn natürlich immer im Herzen und ich merke auch, dass er da war. Und bei gewissen Aktionen spürt man das auch. Finde ich persönlich und auch der Glaube oder sowas, dass man sich irgendwann wieder sieht, hilft einem. Ja, aber dann, genau. Dann sozusagen so 2, 3 Monate später, das war dann kurz vor meiner schriftlichen Abschlussprüfung als Tierpfleger. Ging es dann abends meinem Hund wieder schlechter. Morgens habe ich noch ganz normal mit ihm gespielt und dann hat er plötzlich wieder ganz schwer Luft bekommen. Wir haben gedacht, okay, wir bringen ihn wieder zum Tierarzt und der hat in den 3 Monaten, seitdem mein Papa dann auch gestorben war, war der einmal für uns mehr als da und hat, weil er selber ja im Herz hatte, gekämpft und wollte für uns da sein und hat aber selber extrem getrauert. Dann noch mehr abgenommen, obwohl er schon ziemlich dünn war und hat man halt auch gemerkt, dass ihm der Papa sehr fehlt. Genau, und dann, wie gesagt, kurz vor meiner schriftlichen Prüfung, wo wir dann beim Tierarzt waren, wurden wir dann nachts angerufen, dass jetzt auch unser Hund, unser Rocky, jeder, wo ihn kennt, mit dem bin ich aufgewachsen. Das war, wie sie sagen, viele von euch, wo Hunde haben, kennen das ja, das ist wie ein Familienmitglied, wie ein Bruder. Natürlich kann man das nicht mit Menschen vergleichen, aber war natürlich dann zusätzlich, wo jetzt alles ja schon so furchtbar ist, nochmal, jetzt hat man nimmer mehr ein, wenn man zu Hause hineinkommt, fehlt nochmal was. Nicht nur, dass überall, egal wo man hinguckt, mein Papa fehlt, sondern auch jetzt zu sagen, mein Hund fehlt. Und
Ja, das hat es auch nochmal dann noch schlimmer gemacht oder ist auch immer, wo mich dann beschäftigt hat. Dann jetzt noch die Sachen, wo einfach auch dieses Jahr noch immer zwischendrin mitgegrätscht haben, wo auch sehr schlimm waren. Natürlich auch wieder nicht in Relation zu den anderen beiden Sachen. Erstens sagen, werden die anderen beiden Sachen nicht passieren, wenn das so sagen, so Sachen, wo furchtbar wären, aber da hat man einfach gar keine Kraft mehr, noch trauriger zu sein, weil noch trauriger geht nicht. Da ist man schon zu leer und das war dann einfach so, okay, warum passiert das alles einem? Was hat man falsch gemacht, dass man so eine Packung bekommt? Nämlich, das nächste war dann, jeder kennt ja meine große Voliere, auch hier jetzt von YouTube oder von Facebook. Die Nymphen zieh dich und alles, das sind meine Seelentröster und mit denen verbringe ich viel Zeit. Und plötzlich wurden alle 20 krank. Und am Wochenende stand ich dann da und die Hälfte meiner Flügel saß auf dem Boden und hat man genau gemerkt, lieb Jemini, was passiert da? Dann sind die ersten zwei verstorben, dann hat man behandelt, dann ist nochmal eins verstorben und am Ende waren fünf Flügel verstorben. Also das ist natürlich im Gegensatz zu den anderen zwei Sachen nichts, aber das war auch wieder so, wo man gedacht hat, man hat wieder ein bisschen Energie gesammelt. Nicht, man hat das andere verarbeitet, weil das kann man nicht verarbeiten. Es wird höchstens so, dass es irgendwann so ist, dass man nur noch, wenn man über ihn erzählt, an die schönen Momente dann denken kann und dann zu sagen, einfach auch mal mit dem freundlichen, oder das ist zum Beispiel auch, warum ich jetzt gerade vorhin nicht geweint habe. Das ist einfach nicht, weil ich nicht über alles traurig bin. Das ist einfach, man ist da schon so leer und. Zum Beispiel gibt es auch Tage, weil viele denken, ah, in letzter Zeit, Dominik, wie ich ja ganz am Anfang vom Video gesagt habe, Digga, klappt doch alles so, du bist ja jeden Tag glücklich drauf. Natürlich, ich bin jetzt jeden Tag traurig, weil das wollte mein Papa auf jeden Fall nicht. Und das wäre auch nicht ich, wenn ich mich jetzt vergrabe, weil ich muss weitermachen. Wie heißt es so schön? Es muss. Was soll ich machen? Ich bin noch keine 100, ich kann nicht sagen, okay, ich verschließe mich jetzt in meinem Zimmer und warte auf mein Ende. Das bin nicht ich. Ich muss weiterkämpfen, auch wenn es manchmal dann schmerzhaft ist. Ja, genau wie diese Nymphensittich-Sache jetzt. Natürlich geht es den Nymphensittich jetzt wieder gut, aber das war dann auch wieder so einfach, warum noch dieses Jahr? Und dann, es kann ja nicht schlimmer kommen. Laufe ich morgens nach hinten und die Hälfte meiner Zebrafinken wurden sozusagen vom Marder getötet, wo schon seit 5 Jahren da hinten sind. Und der Marder da irgendwie das hingebracht hat, durch die Gitterstäbe sozusagen, obwohl die auch eigentlich mardersicher waren, die so einzudrücken, dass sozusagen er die Zebrafinken töten konnte, dann war das einfach wieder so. Man konnte es einfach nicht glauben. Und so sind einfach dieses Jahr immer wieder Sachen passiert. Jetzt ganz neue Sachen sind ja zum Beispiel mein Huhn. Natürlich, jetzt denkt ihr euch, die Sachen mit den Vögeln oder jetzt auch mit den Zebrafinken. Dominik, du hast viele Tiere, ja klar, aber sozusagen aktuell ist es halt einfach so Tropfen, wo dann immer wieder zu den aktuellen Sachen so einen drauflegen, dass es dann einen nochmal runterzieht. Natürlich, die Sachen kriegt man irgendwann wieder hin und festigen sich, dass es dann immer, dass die nicht mehr wehtun, aber das mit meinem Papa, vor allem das mit meinem Papa, das wird immer wehtun. Ja, genau. Jetzt wisst ihr sozusagen, was passiert ist und warum dieses Jahr sozusagen alles bei mir mein schlimmstes Jahr seit meines Lebens ist und einfach sozusagen. Auch dieses Jahr sich nicht entspannt. Es kommt sozusagen immer, wenn ich denke, okay, es kann nicht schlimmer werden, kommt der nächste Schlag, wo einfach wieder nochmal weh tut. Natürlich, der Anfang hat schon so weh getan, dass es jetzt im Verhältnis nicht mehr so weh tut. Ja, aber jetzt auch für die Leute, wo denken, wo sich dann auch schon Sorgen gemacht haben oder so,
Ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Einmal habe ich gute Freunde, zum Beispiel die Nicole oder die Yvonne, wenn die das Video sehen. Die haben mir da sehr unterstützt und geholfen, gerade in der Zeit, wo es dann einmal, wo mein Papa im Sterben lag und danach, als er gestorben war, waren die auch sehr für mich da. Aber natürlich auch genauso meine Familie. Sei es jetzt meine beiden Omas, mein Opa von der Opa Volker, oder auch natürlich meine Mama und meine Schwester. Also niemand, wo ich jetzt als erstes oder als letztes erwähnt habe, waren jetzt sozusagen weniger wichtig. Die waren alle insgesamt genau gleich wichtig, weil ohne die hätte ich das einfach nicht geschafft. Da zerbricht man, und natürlich auch unsere ganzen Freunde, wo für uns da waren. Susanne, Nadine, also so viele Menschen, also, oder Manuel, also jeden, wo ich jetzt nicht erwähnt habe, ihr wisst ja, dass ihr für uns da wart, und ganz viele von den Mama ihren Kunden und so waren für uns da, oder auch meine Geschäftskollegen, mein Chef, die haben mir alle gesagt, dass sie für einen da sind, und das hat mir wirklich, oder bedeutet mir wirklich viel, dass man das so sagen, auch wirklich da für einen ist und da einen nicht alleine lässt, sonst wird es, denke ich, noch viel, viel schlimmer und nicht machbar. Und dadurch, denke ich, habe ich auch manchmal einfach die Kraft, dass es wieder Tage gibt, wo alle denken, hier auf YouTube, wenn ich meine Videos mache oder wenn sie mich im Zoo sehen, dass alles super ist. Aber es ist nur nicht alles super. Es dauert, wird es halt seine Zeit finden. Mein Papa hinterlässt halt eine Riesenlücke, wo man nicht füllen kann. Wir probieren alles, dass es besser wird. Und es wird halt noch seine Zeit dauern. Ich danke jedem, der Verständnis dafür hat. Und ich hoffe, dass euch nichts passiert und dass alle sozusagen vor Corona hoffentlich keine Infektion mehr bekommen. Und die, wo fürs Impfen sind, lasst euch wirklich impfen. Ich kann nur sagen, wer Corona bekommt, da kann Impfen nicht schlimmer sein, weil Corona kann der Tod bedeuten. Wenn Impfen der Tod bedeuten kann, dann ist es genau gleich. Also dann lässt man sich lieber impfen, meiner Ansicht nach. Aber das ist natürlich persönliche Meinung, will ich auch niemand was vorweg entscheiden. Aber die ganzen Corona-Gegner brauchen von mir kein Mitgefühl oder dass ich mit denen gerne rede. Solche Menschen sind für mich ziemlich traurig und einfach machen mich wütend. Von dem her, jeder, wo jetzt ein Corona-Gegner ist, von Leuten, wo ich kenne, solltet lieber da öfters mal auf Abstand gehen von mir, weil wer da hetzt vor mir, kann ich das absolut nicht abhaben und macht mich auch relativ aggressiv. Aber das sollen nicht die Endworte sein, sondern es werden jetzt natürlich dann auch ganz normale Videos wiederkommen. Ich wollte das euch wirklich nur einfach mal erzählen, dass jeder weiß, was ist und was passiert ist und dass er vielleicht dadurch einen minimalen Einblick bekommt, wenn er, weil das jetzt einfach ein spontanes Video war, ich mir hier nichts aufgeschrieben habe und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend war, kann sich gerne natürlich den Bericht von meiner Mama durchlesen. Da kann es nur sein, dass ihr da sogar noch mehr traurig werdet, weil das da sozusagen einfach haargenau alles noch detailliert und mit klarem Kopf geschrieben wurde. Ich würde sagen, einfach, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder, da dann wieder mit anderen Themen. Und wie gesagt, ich werde das nicht immer traurig sein, ich wollte euch das nur mal erzählen. In dem Sinne, euch einen schönen Tag, bis bald und ciao, ciao.